Schweißhandschuhen nicht schnippen. Hallo meine Lieben! Oh, das ist ja noch viel schlimmer. Oh Gott, nein, 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 nein. Salut, ihr Krieger, hier ist Trollikus von Trollikus und... nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Film ab. Hallo YouTube! Was erwartet euch süßen Fitnessblagen auf diesem Kanal? Ich habe selber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die haben mich in dieses scheiß Kostüm gesteckt und mir freie Hand gegeben. Und mir gesagt, ich soll das tun, was ich am besten kann. Auf die Nerven gehen. Diese Sendung wird in unregelmäßigen Abständen erscheinen und die Protagonisten der Fitness-YouTube-Szene etwas genauer beleuchten. Nicht, dass es daran irgendetwas zu bemängeln gäbe, aber man kann ja mal kritisch hinterfragen, oder? Doch zunächst zu einem angenehmeren Thema. FIBO-Rückblick. Was war dieses Jahr wieder in Köln los, Jede Menge Gains, Stringer und Strings. Die Stars der Szene haben sich gegenseitig die Eier geschaukelt. Und natürlich hübsche Frauen. Und die Eiweißproduktion von so manchem jungen Fan hat sich bei dem Anblick um mindestens 20% erhöht. Es war auf jeden Fall so oder so ein sehr anaboles Umfeld. Mein absoluter Favorit dieses Jahr war Panjabi PT. What the fuck, war da viel los an dem Stand, oder? Panjabi steht auf der Bühne und macht Fotos mit seinen Fans. Dabei guckt er extrem genervt. Fan kommt auf die Bühne, Panjabi grinst. Cheese! So, und jetzt verpiss dich, du Drecksbalk. Panjabis Lachmaske verflüchtigt sich, da kommt auch schon der nächste Fan. Selfie! Ach, das ist meine letzte FIBO. Soll Alina diesen Scheiß doch das nächste Mal alleine machen. Ach ja, das war sehr schön mit anzusehen. Ich liebe Live-Auftritte. Onkel Bob war auch dieses Jahr mit einem Stand auf der FIBO vertreten und hat seinen Milky Way rausgehasselt. Doch leider auf einer Vertrauensvorschussbasis, da es keine Kostproben für die Interessenten gab. War da nicht etwas von 93.000 Euro Schulden für die Gründung des neuen Milf Imperiums, Bob? Man hilft, wo man kann. Die entsprechenden Affiliate-Links findet ihr in der Beschreibung. Nicht. Riad, guter Mann. Und der Scheiß schmeckt sogar mit Wasser. Ja. Bei dem Altersdurchschnitt auf der Messe fragt man sich doch, wann die ersten Firmen einen Whey für Kinder rausbringen, oder? Kids, shake doch lieber euer eigenes Protein. Auch Markus Rühl war vertreten in Köln und hat fleißig ein Bild nach dem anderen geschossen mit seinen Fans. Bei den vielen Bizeps-Posen war das ja schon fast Pit-Force-Training. Berichte uns doch bitte, ob es Gains gebracht hat, lieber Markus. Auf dem YouTube-Kanal von Team Andrew habe ich dann Folgendes entdeckt. Aber auch froh, dass es dann vorbei ist, weil die 4 Tage FIBO, die machen die schon platt, ja, vom Kopf her. Ich merke das manchmal, dass die Konzentration bei mir nachlässt und mir einer dreimal sagen muss, wie der Philipp geschrieben wird. Und ich schreibe es dann doch falsch aufs T-Shirt, ich Idiot. Tja, lieber Philipp, jetzt hast du ein handsigniertes Markus Rühl T-Shirt und kannst es niemandem zeigen, weil es dir eh keiner glaubt, wenn da ein ganz anderer Name draufsteht. Philips mit 2 Ps waren mir eh schon immer suspekt. Oder hat der lustige Bodybuilder mit dem Thunfischmundgeruch womöglich Philipp mit F geschrieben? Nein, Markus, auch guter Mann. Und vor allem wirklich lustig, wenn auch ungewollt.
Was war eigentlich mit Kollege auf der FIBO los? Im Falle einer körperlichen Auseinandersetzung verlassen Sie die Räumlichkeiten bitte durch die dafür vorgesehenen Notausgänge. Ich würde sagen, lassen wir das die McFit-Kunden unter sich klären. Ein abschließendes Wort noch zu dieser Versammlung der Fitnessszene. Was mich zutiefst bewegt hat, was mein kleines Clownenherz zum Rasen gebracht hat, waren immer diese Momente, in denen diese Winstrol-Konsumenten diese kleinen Proteinpäckchen in die Menge geschmissen haben. Und die Kinder werfen sich auf den Boden, prügeln sich, schlagen um sich. Ach ja, herrlich. Und wenn ich sage Kids, meine ich nicht 14-Jährige. Nein, nein, wir reden von 25 aufwärts, ja. Und wir sind die kindischen, frustrierten Hater? Ah ja. Nein, Mama, ich will noch nichts essen. Ich bin beschäftigt, verdammt. Oh, Verzeihung. Oh. Kommen wir zu ernsteren Themen, und zwar zum Brainfuck des Monats. In der Kaffeepause eines Seminars ist den Jungs von Roy to Glory ein neues Haustier zugelaufen. Da die beiden ja bekanntlich ein großes Herz besitzen, haben sie es bei sich aufgenommen und beschlossen, daraus ein neues Format zu machen. Es hört nun auf den Namen Dr. Alex. Der sympathische und vor allem bescheidene kleine Weißkitteldackel erklärt unseren Kids da draußen die von Mythen durchsetzte Stoffwelt. Man könnte fast meinen, dass Medikamentenmissbrauch eigentlich schon zum guten Ton gehört, oder? Für uns der Brainfuck des Monats. Herzlichen Glückwunsch. Da darf man ruhig mal feiern. Freut er sich. Das Steroidaufklärungsthema hat sich ja jetzt erledigt und aus diesem Anlass einen kurzen Real Talk. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Steroidaufklärung im Internet, auch wenn das ein gefährliches Kapitel eröffnen kann. Ich zweifle auch in keinster Weise an dem fundierten und großen Wissensschatz des bescheidenen Mannes mit dem weißen Kittel. Und auch wenn unsere Jungs von Roy to Glory auf den letzten Metern ein gutes Image-Marketing an den Tag legen, die eine moralisch richtige Intention darstellt, bleibt dennoch eine Frage im Raum wie ein stinkender Furz. Weshalb bleibt ein Goku Fitness, der bereits seit Jahren in unzähligen Videos nichts anderes gemacht hat, von solchen juristischen Drohungen verschont? Ein Clown, der Böses dabei denkt. Bei einem können wir uns aber sicher sein. Die beiden wollen wirklich nur euer Bestes. Nämlich euer Geld. Was gibt es eigentlich Neues bei Coach Netty? In einem etwas älteren Video habe ich gesehen, dass Netty einen 47 cm Oberarm vorweisen kann. Und bevor jetzt wieder ein Shitstorm losgeht, natural nicht möglich, erklärt das Netty mit seiner ethnischen Herkunft. Ostafrika, ja. Dann habe ich bei Gannikus dieses Bild entdeckt. Müsste ein Marcel von Gannikus, der gute 20 cm kleiner ist und scheinbar selber eine kleine Naschkatze ist, nicht zumindest dann auch ein wenig kompakter aussehen als unser naturaler Trainer mit dem weißen Lächeln? Oh, na gut, ihr habt recht. Ich konstruiere da wirklich ein verzweifeltes Bild von unserem Steve Urkel-Imitator.
Man kann diese beiden nicht miteinander vergleichen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil Marcel ein Weißer ist. Naja, ein Versuch war's wert. Und zum Schluss noch ein bisschen Werbung. ZEC Plus möchte nun ernsthaft ein Mäuseprotein auf den Markt bringen mit einem Mindestanteil von 78% Mausein. Das ist lustig, nicht wahr? Ja, nein, nein. Trolley Plus. We are like you. Doch nun wirklich Werbung, und zwar in eigener Sache. Die Trollsquad sucht wieder Leute, die blöd genug sind, sich unserem Kampf gegen die YouTube-Fitness-Verdummung der Jugend anzuschließen. Die entsprechende Kick-Gruppen-Info findet ihr in der Beschreibung. Das war's heute von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann verpisst euch und macht was Vernünftiges, was ihr Kids so heutzutage macht. Trainieren oder irgendwas in den Arsch spritzen. Drogen nehmt ihr ja nicht mehr. Das wäre ja gegen den... Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann kommentiert das am besten bei eurem Friseur. Wenn ihr einen habt. Ich brauch keinen mehr. Das scheiß fucking DHT hat mir meine Platte kahl geblasen. In diesem Sinne, love kids, euer Trollikus. Ach ja. An alle Fitnessakteure da draußen, die mich mundtot machen wollen. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung.